Hallo und cool, dass ihr das Video zu den rechtsextremen Siedlern und der Initiative Zusammenrücken gesehen habt. Ich würde gerne auf ein paar Kommentare eingehen, die jetzt in den letzten Tagen eingegangen sind und mit dem Kommentar anfangen, der so das widerspiegelt, was, glaube ich, am meisten Interesse geweckt hat. Und zwar fragt Matze Dings, wie seid ihr aufgeflogen? Wie wir im Endeffekt aufgeflogen sind, das kann ich noch nicht mit letzter Gewissheit sagen. Wir haben einige konkrete Vermutungen. Aber ich mache es kurz, da wir diese noch nicht bestätigen können, will ich mich an den Spekulationen nicht beteiligen und kann dazu noch nicht so viel sagen. Ja, wir haben ein paar Ideen. Ich kann ausschließen, dass es zum Beispiel der Kameramann gewesen ist. Ich kann ausschließen, dass es auch bestimmte andere gewesen sind, die schon in den Kommentaren verdächtigt worden sind. Aber bevor wir es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, kann ich dazu leider nichts sagen. Dann fragt Hieronymus Lex: Mir fehlt im Beitrag noch vollständig, weshalb es problematisch ist, wenn sich eine Gruppe mit gemeinsamen Vorstellungen und Werten innerhalb einer Region zusammenfindet. Vor allem, wenn dadurch schwache Regionen prosperieren und sich die neu hinzugezogenen, wie im Beitrag dargestellt, sogar in die Gemeinschaft ehrenamtlich einbringen und engagieren. Handelt es sich dabei doch um einen wünschenswerten Effekt? Welche Argumente gibt es also, objektiv und neutral betrachtet, die letztlich dagegen sprechen? Ja, also auch danke dir, dass du den Beitrag gesehen hast. Es stimmt erst einmal, dass es viele Gemeinden gerade in den ländlichen Regionen Sachsens gibt, die mit einem Schwund von Einwohnern und Einwohnerinnen zu tun haben. Also für die es erstmal schön ist, wenn neue und gerade junge Familien zuziehen und das Gemeinleben auch wieder beleben. Problematisch wird es hingegen, wenn diese Zuziehenden ein ideologisches Weltbild vertreten, das gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Also zum Beispiel gegen die fundamentalen Rechte von Minderheiten, allein auf ihrer Haut, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Religion zum Beispiel. Und dass diese Ideologie vertreten wird von den rechtsextremen Siedlern, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das ist eine Erkenntnis, die die Sicherheitsbehörden von Sachsen erfasst haben, also der Verfassungsschutz. Die sehen durch diese Siedler die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr und sehen auch die Gefahr, dass diese Ideologie eben in diesen Orten konzentriert verbreitet wird. Und deswegen gibt es einen Unterschied zwischen normal Zugezogenen und Zugezogenen, die ihre Ideologie in dieser Art und Weise abwertend gegenüber Minderheiten verbreiten möchten. Dann fragt Quarelli Baum, oder er merkt es vielmehr an: Glückwunsch, wenn der Zeuge am Anfang echt war, dann habt ihr ihn so richtig schön ans Messer geliefert. Man sieht die Marke des Autos, die Bauweise, in Klammern Dach, Farbe, wo ihr lang gefahren seid und wo es abgestellt war. Ihr zeigt, dass ihr bereits aufgeflogen seid. Wahrscheinlich hattet ihr da noch ein ortsfremdes Kennzeichen und so weiter und so weiter. Ihr bei Funk habt doch komplett nicht den Knall gehört. Ihr gefährdet mit solchen Scheißaktionen wichtige Arbeit und tragt euren Teil zum immer weiteren Erstarken der Rechten bei. Das ist eine Anmerkung, der ich widersprechen möchte. Die Identität des Zeugen oder des Anwohners in Leisnig, der mit uns gesprochen hat im Auto, ist sichergestellt. Also die Anonymität ist sichergestellt, seine Identität ist geschützt. Das Auto, mit dem wir unterwegs waren, war nicht von ihm. Wir haben ihn nicht an seinem Wohnort abgeholt, sondern an einem anderen Ort, der auch im Film nicht erkenntlich ist. Wir haben darauf Wert gelegt, uns nicht an einem Ort aufzuhalten, sondern an verschiedenen Orten, unseren Standort regelmäßig zu wechseln. Wir haben seine Stimme nachgesprochen und ihn verpixelt. Das war vorher abgesprochen, daran haben wir uns gehalten. Und das sind Bedingungen, unter denen man arbeiten muss, wenn man eben über Dinge in diesem Themenfeld spricht. Ich kann gut nachvollziehen, dass Menschen sich auch um ihre eigene Sicherheit sorgen. Und meine Verantwortung ist dann eben, ihre Identität zu schützen. Dass diese Identität hier aufgeflogen ist, ist mir bisher nicht bekannt. Und ich glaube, die Anonymität ist gewährleistet. Dass man dazu einen Teil zum immer weiteren Erstarken der Rechten beiträgt, finde ich nicht. Das ist deine Meinung. Ich glaube vielmehr, dass Berichterstattung eben auch kritisch und unbequem sein muss, dass es wichtig ist, über Entwicklungen an den politischen Rändern zu berichten, auch im rechtsextremen Bereich, um die Aufmerksamkeit auf diese Entwicklungen zu lenken und möglicherweise ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was in einzelnen Orten und Regionen passiert. Dann schreibt Stefan Wolters in einem Kommentar: Obwohl ich die Ideologie nicht teile, kann ich die Reaktion am Ende ein Stück weit nachvollziehen.
Erst schleimt sich der Journalist über Wochen unter falschem Namen ein und als das auffliegt, schickt er einen Fragenkatalog und möchte eine Stellungnahme. Erwartbares Ergebnis? Keines. Vielleicht hätte er es andersrum versuchen sollen, aber dann wäre er natürlich nicht der große Investigativ-Journalistenheld gewesen. Verpfuschte Reportage, vertane Zeit für den Zuschauer. Ja, Stefan Wolters, danke auch, dass du es angeschaut hast, obwohl du es als vertane Zeit empfunden hast. Ich würde an der Stelle ganz gerne was über den Einsatz von versteckten Recherchemitteln sagen. In der Recherche sind versteckte Recherchemittel erlaubt, wenn verschiedene Bedingungen zutreffen. Und eine dieser Bedingungen sind konkrete, objektive Anhaltspunkte dafür, dass es Anzeichen für Missstände oder Zustände von besonderem öffentlichen Interesse gibt. Die waren hier gegeben. Zum einen durch die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, die sind öffentlich einsehbar in den Verfassungsschutzberichten 2019-2020, eben zu der Initiative Zusammenrücken und zu den rechtsextremen Siedlern. Zum anderen aber auch durch Schilderungen mehrerer Bewohner von Leisnig, die sich Sorgen machen und dieses Problem eben auch schildern. In der Berichterstattung über diese Themen sich alleine auf die Aussagen zu verlassen, die für die Öffentlichkeit gedacht sind, also zum Beispiel, was als PR kommuniziert wird, was auf der Webseite steht, halte ich für zu wenig. Ich glaube, dass es wichtig ist, als Journalist eben auch kritisch zu hinterfragen, unbequem zu sein und Informationen zu sammeln, die eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, wenn die Voraussetzungen dafür zutreffen. Diesen Versuch haben wir hier gemacht, haben aber selbstverständlich auch die Möglichkeit gegeben, eine Klarstellung oder Antworten, eine eigene Perspektive auf diese Sicht zu schildern. Diese hat die Initiative Zusammenrücken nicht wahrgenommen. Wir haben konkret zwei offene Versuche gemacht. Einmal durch den Besuch in Leisnig, zum anderen durch den ausführlichen Fragenkatalog, den wir über verschiedene Kanäle geschickt haben. Die Möglichkeit wurde nicht wahrgenommen, aber wichtig ist, dass diese Möglichkeit gestellt wurde. Ich kann selbstverständlich niemandem vorschreiben, dass er zu antworten hat. Es ist das gute Recht von jeder Mann und jeder Frau, auf die Möglichkeit der Beantwortung, diese Möglichkeit abzulehnen. Aber die Möglichkeit muss als Journalist eben gegeben werden. Und das ist hier gestehen. Und abschließend vielleicht noch ein Kommentar von Shade Weaver. Der Reporter ist so empört, weil diejenigen, die er bloßstellen will, dann nicht mitmachen. Versteht mich nicht falsch, schreibt er. Ich finde derartige Recherchen wichtig und das Thema Rechtsradikalismus muss kritisch beleuchtet werden. Aber naja, sagt er, ich verstehe, warum die Leute keinen Bock auf Medien und Reporter haben. Das geht ein bisschen in die gleiche Richtung, die auch Stefan Wolters geschrieben hat. Und da würde ich nochmal ganz gerne betonen, dass es meine Aufgabe als Journalist eben auch ist, kritisch Fragen zu stellen, unbequeme Fragen zu stellen und an der einen Stelle, ein oder anderen Stelle eben auch anzuecken. Dass ich mir damit nicht nur Freunde mache an allen Seiten, ist mir selber bewusst, aber ich glaube, deswegen ist eben auch die Berichterstattung im politisch radikalen Spektrum wichtig, um Aufmerksamkeit und Bewusstsein für diese Themen zu schaffen. Ansonsten vielen Dank für euer Interesse, schön, dass ihr das Video geschaut habt, danke für eure Kommentare und ich hoffe, ihr schaut auch bei der nächsten Folge vom Y-Kollektiv rein. Es bleibt spannend.